Im Five Nights at Freddy's Universum gibt es viele merkwürdige, aber auch vor allem eher unbekanntere Charaktere. The Amalgamation ist einer davon. Wer ist das, fragt ihr euch? Richtig, dieser Charakter ist nur den Leuten bekannt, die die Novel-Trilogie gelesen haben, genauer genommen The Fourth Closet. In diesem Video erkläre ich euch den Charakter The Amalgamation. Viel Spaß! Die Amalgamation ist eine Verschmelzung von Endoskelettteilen wie auch von Freddy, Bonnie, Chica, Foxy und möglicherweise Golden Freddy. In The Fourth Closet wird die Amalgamation als Quelle für Remnant genutzt, um William Afton am Leben zu halten. Zudem ist die Amalgamation sowas wie ein Gegenstück zu Ennard aus Scissor Location, nur dass Ennard aus den Scissor Location Animatronics besteht und die Amalgamation aus den Classic Animatronics. In den Romanen wird der Charakter als Schrotthaufen bezeichnet, welcher weder Gelenke noch einen definierbaren Bewegungsmechanismus besitzt. Dessen Verlängerungen können als Arme und Beine angesehen werden. In der Graphic Novel hingegen wird die Amalgamation dem Namen Schrotthaufen nicht mehr gerecht, da er hier als eine Verschmelzung dargestellt wird, welche die Köpfe der Classic Animatronics hat und mit ihren Teilen wie auch mit Teilen von Endoskeletten gefüllt ist. In The Fourth Closet sieht Jessica die Amalgamation zum ersten Mal, als sie von Circus Baby in einem Raum gezwungen wird, William Afton zu operieren. Als der Raum sich etwas erwärmte, begann die Mitte von The Amalgamation orange zu leuchten, was auf die Remnant im Inneren zurückzuführen ist. William Afton nutzt am Ende von The Fourth Closet eine Illusion und erscheint gegenüber den anderen als Spring Bonnie, was den Kindern in den Glauben lässt, dass Spring Bonnie ihr Freund ist. Als die Wahrheit ans Licht kommt, erwacht die Amalgamation zum Leben, packt sich Afton und zerrt ihn in einen Verbrennungsofen, wo William Afton letztendlich gestorben ist. Das wäre dann alles soweit, was es über die Amalgamation zu sagen gibt. Was haltet ihr von diesem Charakter? Falls es noch Unklarheiten gibt, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden. Und schreibt mir mal, welchen speziellen Charakter ich als nächstes erklären soll. Danke fürs Ansehen und bis dann.